Hey, und willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge zu meiner Kinderheim-Challenge in Die Sims 4. Das ist das Kinderheim, das ich gebaut habe. Ich bin Daniel von SimFancy und ich glaube, wir sind heute im Finale der ersten Challenge-Woche zur Kinderheim-Challenge. Yay, wir gucken mal rein und ja, dem Strolch, den geht's gar nicht gut. Der ist müde und hungrig hier, ne? Ja, willhabbar und erschöpft. Der schläft schon. Und die Oma hier, ja, du kannst mal hier putzen, ja, hallo. Ah, du hast keine Energie mehr. Ja, dann mach halt Meditation, Mensch, das geht auch gut hier. So, ja, du willst nur die Kohle, ne? Du willst nur die Kohle, weil die Clara Knüppelkuh, das ist die Challenge, die will hier das Kinderheim wieder ständig eröffnen und hat in der Not der Polizei die Kinder aufgenommen, aber mit dem, ja, mit Auflagen, die sie bekommen hat. Die Auflage 1 war gute Erziehung schaffen, die Fähigkeit Erziehung der Erzieherin muss auf Level 5 gebracht werden. Und das haben wir schon geschafft in den ersten Let's Play-Folgen. Was sind die Fähigkeiten hier? Na, Erziehung haben wir sogar schon Level 6, sehr gut. Die Kinder müssen lernen, jedes der beiden Kleinkinder muss mindestens eine Fähigkeit auf Level 3 haben, das haben wir auch schon geschafft. Wir haben hier, ne, bei der Susie Fantasie auf Level 4 und beim Strolch haben wir die Kommunikation auf Level 3. Und dann haben wir noch für gesunde Ernährungssorgen als Vorgabe. Alle Pflanzenzöpfe müssen mit Obst- und Gemüsepflanzen gepflanzt werden. Das haben wir auch geschafft und die leben alle auch noch. Also alles ist noch hier bepflanzt und nicht irgendwie verreckt. Und, oh, da ist noch ein bisschen was. Oh, Scheiße. Ja, aber das ist okay noch. Das ist okay. Wir haben die alle bepflanzt und jetzt meinen wir mal nicht hier. Oh, der ist da, glaube ich, verreckt hier, ne? Dann müssen wir auch bewässern. Ja, das ist blöd, weil es ist am Tag und wir können nicht raus hier. Ja, das ist die Challenge hier, ne? Dann jetzt verschlafen, labert zu viel wieder und Charakter bilden. Mindestens 2 von 5 Charakterwerten der Kinder müssen, jedes Kindes müssen im grünen Bereich sein. Ja, und da gucken wir mal rein. Und zwar haben wir hier beim Henry Puffer, unser Kindi hier. Was macht der hier? Emotionale Kontrolle hier, Nachricht schreiben, sehr gut, ne, da geht alles hoch. Wir haben hier Manieren und Verantwortung und Konfliktlösung im grünen Bereich, Empathie ist ausgeglichen, weiß ich jetzt nicht. Aber 2 reichen. Dann haben wir hier die, die kommt hier, guten Morgen hier, um Trost bitten, ja, wir trösten dich. Die Susi hat Verantwortung vorne und Manieren sind auch im grünen Bereich und die Empathie ja auch. Und ich will Liebe haben, ja, liebevoll im Arm, komm hier, ja. Und dann machen wir hier noch Erziehung und zwar bitte Danke sagen, damit wir die noch ein bisschen weiter hochkriegen hier, die Manieren. Nicht in der Hoffnung, dass die nicht wieder kurzfristig hier irgendwie abbrechen und so kurz vor 17 Uhr. Denn bis 17 Uhr, 5 Tage muss man spielen, um das hier alles zu packen, ja. Ja, man darf nur die Mami steuern. Die Kinder darf man natürlich anklicken, um zu gucken. Und ja. Und hier müssen wir jetzt gucken, dass der was zum Essen kriegt hier, wenn der aufwacht. Soll ein bisschen schlafen, ja. So ein bisschen bitte. Danke, genau. Manieren hier. Manieren, Manieren hier. So, hier haben wir es doch. Was ist da jetzt hier? Level 3 Kommunikation. Susi und Clara sind eben beste Freunde geworden. Was, sehr schön. Wahnsinn, dabei hasst die Kinder. Mag keine Kinder. Düster und böse. Ne? Und es ist geschäftstüchtig hier. Ja? Die will hier die Kohle hier rausschlagen. Aha, that's the challenge hier. Das ist die Situation hier. Und diesen Vampir, das Gute ist, die muss nicht schlafen. Das Schlechte ist, ja, wir müssen hier gucken, dass die hier die Vampirfähigkeiten hochkriegt. Man kann hier auch die Bäume anbauen. Das ist eine Möglichkeit. Die Freiheit habt ihr auch, aber ihr auch. Und man kann auch hier angeln lernen und dann die Fische ausquetschen. Dann hat man ganz viele Plasmabeutel und muss nicht raus an die Pflanzen. Aber man muss natürlich am Anfang investieren. Und zwar in die Vampir-Saga-Fähigkeit, die man auf Level 4 haben muss. Jetzt kann ich es ja verraten. Ich habe immer gesagt, hier, macht Spiel erst selber hier, bevor ihr mir zuguckt. Hier. Die Vampirsager-Fähigkeit kann man auf Level 4 haben und dann kann man nämlich Fische angeln und dann kann man die zerquetschen für Plasmabeutel. Und dann muss man nicht raus in die Sonne, weil der Vampir, der kann natürlich nicht raus und man muss trotzdem Pflanzen anbauen und so. Aber ja, that's the challenge hier, um den Durst hier zu stillen, auch so ein bisschen. So, wir schaffen das, glaube ich. Ich bin echt guter Dinge hier. Wie sieht's denn aus hier? Manieren sind noch mehr im grünen Bereich. Sehr, sehr cool. Gefällt mir richtig gut jetzt. So, und hier müssen wir aufpassen. Das ist noch knapper bei dem Jungen hier. Ja, ja. Aber dich lassen wir noch ein bisschen schlafen, sonst quengelst du wieder. Ja, ja, ja. Ja. Oh, die ist voll Energie geladen. Ja, ja, ja. Dunkle Energie. Dunkle, die dunkle Seite der Macht hier, ja. Unsere Clara Knüppelkuh. Wir können dich auch mal wieder zurückverwandeln, ne? Ich würde mal sagen, wir wandeln dich mal zurück in die normale Form, damit der Polizist das nicht mitbekommt, dass wir hier ein Vampir sind. Susu. Oh, Stinky, Stinky. Du musst hier wieder hier Kinderbetreuung, hier Windeln wechseln. Wo ist es? Gibt's wieder nicht. Das ist doch nicht. Das sah gerade aus, wie wenn du Stinky, Stinky hast hier. Jetzt werden wir mal ein bisschen was Lustiges, lustige Geschichte, Gesichter schneiden hier, ja. Wir machen ja auch mal die Ausgangssperre hier rein, oder? Das bringt auch für die Erziehung was, ne? Ja.
Besuch des Direktors. Der Direktor stattet der Klasse von Henry heute einen Besuch ab, Henry Puffer. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider das Kind, in der Henry sich entschieden, mit ihm irgendetwas zu beschließen, soll er das Kind ignorieren und das Kind damit aufzuhören. Bitte aufzuhören, bitte auf. Henry kritzelt eine Notiz und gibt sie dem Kind. Hör auf, bitte, sagt's. Das Kind rollt den Zettel auf und feuert ihn auf Henry. Doch leider verfehlt das Geschoss sein Ziel und landet auf vor den Füßen der Lehrerin. Ausnahmsweise gerät einmal jemand anderes in Schwierigkeiten und Henry steht nicht mehr unter Beschuss. Sehr gut. Alles richtig immer. Ja, minus, minus. Ja, nervige Kinder. So, wir bringen dich mal. Wir mal entschuldigen. Das ist immer gut. Dass die Kids vor den Polizisten auch jetzt hier, ne, sich gut darstellen und sagen, die ist voll cool, ist voll die geile Erzieherin und so. Und dann bringen wir die Kleine dann nochmal ins Bettchen, ne? Weil die muss ja auch mal hier noch, ne, ein bisschen schlafen, habe ich gerade gesehen. Hier Energie ist unten und dann gucken wir nach dem Strolch, der ja hoffentlich, glaube ich, bald aufwacht. Was heißt hoffentlich? Vielleicht gar nicht. Ich habe so Angst vor dem. Dann merkt man mal, was die Merkmale ausmachen von den Kids, die ich natürlich hier vorausgesetzt habe, um das Ganze so ein bisschen spannender auch zu machen. Und auch mit dem, also ist schon cool, ne? Ist wirklich cool, weil die streiten dann auch, ne, mit dem anderen, die Kleinkinder wecken das Kind auf und ich bin echt gespannt, wie wir das weitermachen mit der zweiten Woche. Das wird so cool. Level 7 der Erziehung erreicht. Sehr, sehr gut hier. Wow, dann haben wir schon mal gut vorbereitet hier für die zweite Woche, weil da gibt es neue Herausforderungen, neue Auflagen. Kann ich schon mal verraten. Und ja, man weiß es halt vorher nicht und man muss halt gucken, was man hier schon vielleicht schon vorbereitet habt. Dann habt ihr Glück oder eben Pech, wenn ihr was nicht aufgebaut habt, was in der zweiten Woche gefordert wird. Aber das weiß die Lehrer ja nicht. That's the story, that's the challenge. Und ja, deswegen spielt auch ein bisschen Glück hier mit ein. Nicht nur wissen, was man machen kann, wenn man bestimmte Charakterwerte hochbekommt und so, sondern auch, wie gesagt, so ein bisschen Glück muss man auch haben, ja? Ist ja immer so. So, wir gucken jetzt mal nach dem Kleinen. Ich weiß nicht, weil das ist schon sehr rot hier. Ich glaube, wir müssen den aufwecken. Wir dürfen ihn nicht selber hier aufwecken. Wir müssen sagen, Clara hier aufwecken. Ja. So. Hey, aufgewacht. Oh, Quink. So. So, 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 wir machen mal Essen aus dem Inventar geben. Haben wir da noch irgendwie irgendwas noch? Irgendwas Essbares? Obstsalat, hier, guck mal an. Verdorben, na toll. Verdorben, na toll. Dann kriegst du Erdbeeren. Jetzt essen die Erdbeeren? Ich hoffe. Wir probieren das jetzt mal. Die denkt schon wieder nur in die Kohle hier, ne? Ich habe Hunger. Ja, schrei nicht rum, dann kriegst du Erdbeeren. Sehr hungrig. Ja, guck mal hier an. Da. Bist du das? Bitten zu essen. Sehr gut. So ist doch fein hier. War schon fertig. Doch, das geht doch hoch ein bisschen. Guck mal an. Wir machen das trotzdem nochmal hier am Kinderbetreuung hier Essen geben. Dass wir den mit runternehmen. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt hier? Du willst noch Erdnusschili? Ah, das ist ja, das liegt noch unten auf dem Tisch. Die Kinder können jetzt auch runterlaufen. Auch das ist so eine Sache, wenn man das weiß, dass man denen Laufen beibringen kann, dann können die sich selber nämlich Sachen holen. Und es ist auch mit Absicht so gemacht, dass oben quasi die Betten sind und keine Spielsachen. Und unten ist das Essen und hier die Spielsachen. Das heißt, man muss immer mit den Kindern hoch und runter laufen. Und es wäre sinnvoll gewesen, gleich am Anfang denen das Laufen beizubringen, weil dann können die sich vieles können die sich selbst versorgen. Dann der Spaß hier, ne, und das Essen auf der anderen Seite. Und ja, ich habe selber nicht mehr dran gedacht, aber so kann man sich das Leben hier leichter machen oder schwieriger auch. Ja. So. Komm, auf der Zielgeraden hier. 17 Uhr heißt es hier. Donnerstag, 17 Uhr kommt der Direktor, würde ich schon fast sagen, der Polizist. Was machst du jetzt hier? Komm, du sollst mal hier, was machst du denn? Haten, habe ich gerade gelesen, aber steht halten. Sprechen, Essen geben. Ja, wieso machst du das jetzt nicht? Was machst du denn jetzt? Das ist doch leer hier, eh. Ach, du hast es das geholt und isst es jetzt hier, oder was? Ja, 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 Mann, komm, komm. Ja, wir hätten auch gleich zusammen drüber teleportieren können, aber okay. Dass du runtergelaufen bist, ist es wieder hier alles, ja. Schlecht, hier alles rot. Da gibt's dein Haber hier, aber du kriegst das Frisches, oder? Ja, toll, du sollst essen. Du sollst essen. Mann, welches sehr hungrige Kind würde mit dem Essen spielen? Dann wird es hier mampfen hier. Sie verschlucken hier am Ding.
Düf, ja, hier Stingis, hier, ja, mach mal hier alles sauber. Der Poli kommt gleich. Der Polizist kommt gleich. Aufräumen, aufräumen. Wir müssen ihm, glaube ich, nochmal was zum Essen geben hier, ne? Haben wir schon? Glaub schon, ne? Nochmal sprechen? Essen geben, oder? Was machst du jetzt? Sprechen? Du sollst doch hier Essen geben. Wieso streu ich hier ab? Willst du Pizza? Ja, ich will Pizza, aber leider dürfen wir keine Service-Tipps bestellen. Oh. Ach Mann, hier. Ach Mann, hier. Das sollt ihr doch immer was zum Essen geben, hier, Mensch. Der braucht immer noch ein bisschen Essen. Hier, guck mal, ganze Menge sogar. Mach das jetzt. Hier, komm. Genau. Sehr schön. Ja, und danach ist aufräumen. Richtig, richtig. So muss es sein. Aber wenn sie aussieht wie Sau, ich glaube, der Polizist gefällt es dir auch nicht. Ja. Wow. Shabab. Komm, du isst jetzt hier, gefälligst. Du brauchst schon wieder ihre ganze Vampirenergie hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, ist schon wieder hier. Aufräumen. Die Kleine kommt ja auch schon wieder. Du sollst doch schlafen. Oh, ach, das ist der Strolch. Wo kommst denn du jetzt her? Ich dachte, ach, nee, das ist die Su. Das ist der Strolch. Der Strolch muss gebadet werden hier, unbedingt. So. Kinderbetreuung, Windeln wechseln. Und jetzt hier, Kinderbetreuung, Schaumbad baden. Und die Susi ist sehr traurig, so. Albtraum gehabt, auch schon wieder. Und du bist immer noch müde. Ja, und du machst schon wieder hier Matsche. Nein, nicht auf den letzten Metern jetzt. Ich sag's dir, hör auf hier mit negative Kontrolle hier. Ich hab Angst, Leute, ich hab echt Angst. Komm, ein bisschen noch. 3 Stunden haben wir noch. 15, 16, 17. 15 bis 16 bis 17, ja, 3 Stunden, so. Puh. Komm. Komm, komm, komm. Windeln wechseln. So. Ich will Legos haben. So. Oh, Buster. Das lacht immer, das ist so geil. Kleiner Dreckspatz, die gefällt's, wenn du stinkst, glaube ich, fast schon hier. Wir gehen baden jetzt, auf hier mit Gebrüll hier. Auf hier mit Gebrüll. Was macht die Kleine jetzt? Susi, Puppenhaus, ein Puppenspielen, das kannst du meinen, ist okay. Du schläfst gleich ein, ne? That's not so good. Hunger hast du auch schon wieder. Ach, die Kinder sind schon anstrengend. Hoffentlich werden die bald zu Kindern. Eieiei. Eieiei. So. Es wird hier nochmal gebadet hier, dass ihr schön sauber seid hier. Schon wieder hier. Das ist hier das falsche Kind hier. Wir müssen dem nochmal was zum Essen geben. Und dann ins Bett bringen. Essen geben. Und die Susi... Traurig, oh. Du musst auch was zum Essen haben hier. Ja, du magst die Puppen, ne? So. Henry ist zurück. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Deine Leistungen sind gerade noch befriedigend. Ja, also, das ist okay. So, wir müssen jetzt sagen, hier Essen geben und dann auch hier ins Bett bringen, ja. So. Der Strolch ist wieder sauber, sehr gut. Ja, willst du Pizza? Ja, die verarscht immer mit Pizza, ne? Dass die mitkommen und alles hier lieb machen. Was machst du jetzt? Gehst du jetzt wieder zum Kind oder was? Zu Susi? Da kommt der Henry Puffer rein. Jetzt gehst du wieder hoch. Ah, du bist so doof. Du bist so doof. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Verantwortung, Manieren ist auf jeden Fall in grün. Und hier ist auch Manieren und Verantwortung und Konfliktlösung in grün. Bei ihm auch noch die Empathie, so ein ganz kleines bisschen, wenn man es gut meint. Bei ihr, so rum. Ja, ich verwechsel die immer. So, Strolch. Auf. Essen. Cerealien, hier gibt's wieder Fruit Loops hier. Jetzt kommt die Kleine dran. Spielt hier, die spielt hier Schwarze Witwe Challenge hier, ne? Heartbreaking hier. Oh, die ist voll angespannt. Ungehorsames Kleinkind, ja. Trotziges Kind. Komm, wir kriegen Pizza heute. Hier, komm. Auf noch eine halbe Stunde, dann haben wir es geschafft. Yes. Oh my gosh.
Oh mein Gott. Und ist Durst, ne? Eieiei. Schnell, du musst dich selber auch noch schnell was trinken. Schnell, schnell, schnell. So, und der Strolch, was ist mit dem? Ist auch schon wieder todmüde. Dann bringst du den ins Bett bitte als nächstes. Hab ich dir schon gesagt? Ich muss ihn ins Bett bringen. Der ist eingeschlafen auf dem Stuhl hier. Und du kriegst Joghurt mit Erdbeeren. Das ist voll gut. Oh, das Kind hier und die Spinne, boah, die ist so ekelhaft. Auf. Wir haben es gleich geschafft, 10 Minuten noch. Jetzt müssen wir nochmal hier kontrollieren. So, das ist auf jeden Fall im grünen Bereich hier. Wir haben es geschafft hier, completed. Hier ist auch grüner Bereich, hier sind auch zwei im grünen Bereich. Die Fähigkeiten haben wir schon. Ja, Level 3 Kommunikation und hier bei einem anderen Kleinkind hier auch Kommunikation und Fantasie auf Level 4 sogar schon. Clara Knüppelkuh, Sarah, hat Erziehung auf Level 5, sogar auf Level 7. Wir haben es damit geschafft. Yes. Was für eine Geburt. Nee, es war schlimmer als eine Geburt hier. Das ist echt der Wahnsinn. Ich hab's geschafft. Yes! So, und dafür mache ich auch Pause. Das könnt ihr auch machen bei euch, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und dann speichern für die zweite Challenge-Woche, die dann bald startet. Und ja, wir haben es geschafft hier. Der Polizist kommt und kontrolliert. Wir speichern das. Das war's dann auch für heute mit der Kinderheim-Challenge. Ich bin Daniel von SimFans.de. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Mitfiebern, fürs Feedback auch zur Challenge und so. Ist nicht immer alles ganz ideal gelaufen jetzt so, ne, mit den Wurzeln. Das war natürlich das Blödeste. Aber ich denke, man kann es schaffen. Einige haben es geschafft. Ich habe schon gelesen bei Twitter, Instagram und Co. Und viele fanden es auch cool und ich bedanke mich dann nochmal herzlich dafür. Ich freue mich, dass wir da so zusammen sowas auf die Beine stellen können und dann gemeinsam da vielleicht mal ein bisschen hier auch im Sommerloch so ein bisschen Unterhaltung noch mitbringen. Vielen lieben Dank und ja, ich freue mich auf die zweite Woche und ihr euch hoffentlich auch oder jetzt natürlich einem anderen Video eurer Wahl, wenn ihr noch mögt. Zum Beispiel hier hinten die schwäbische Wirtschaft, da habe ich Schwäbisch hier kommentiert. Heißlebauer in Schwäbisch. Das ist ganz witzig. Und das Windenburg Starter gibt es hier noch in dieser Umgebung. Und da hinten steht mein McDonald's in Windenburg, aber der ist leider hier nicht im Spiel mit drin, weil der CC mit drin ist. Ja. Okay. Oder ihr guckt euch durch die Let's Build oder Let's Play Playlist durch. Amelias Hochzeitsboutique, die Lama WG, die Schlossfamilie oder das Elternfreund-Let's Play. Oder ich habe vielleicht Bock auf die Yacht oder die Partypyramide. Und was es noch für Art coole Reihen gibt hier im Channel. Ich freue mich so. Nochmal auf ein abschließendes Feedback auch von euch zur Kinderheim-Challenge, wenn ihr die gespielt habt oder wenn ihr die nicht gespielt habt. Warum nicht? Wieso habt ihr die Packs nicht? Oder wolltet ihr nicht? Oder ist es euch zu nervig mit Kindern? Oder habt ihr es nicht geschafft vielleicht sogar? Oder habt ihr es geschafft? Was fandet ihr schwierig? Was fandet ihr nicht so schwierig? Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Ciao.